Jelly bombs and love letters. Would you recall what was conceded? Would you question what was startled against the lots against these brain dads? Yeah. So, wir reagieren auf. Für dieses Game bin ich zu alt. Jetzt schreibt mich jemand an, hä? Hey. Es ist wirklich nice, dass ich. Ich zieh das alles aus. Ich zieh die ganze Scheiße aus meinem WhatsApp und dementsprechend lasse ich jetzt natürlich auf. Weil ich mir das Ganze, wenn es mich interessiert, immer mir selber per WhatsApp schicke. Das ist total crazy. Okay. Für dieses Spiel bin ich zu alt. Gehen wir nochmal von vorne rein. Okay. Ich merke leider öfter, dass ich anscheinend mittlerweile zu alt bin für Shooter. Also speziell für Online-Shooter. Die Singleplayer-Kampagne kriege ich immer hin. Aber diese ganzen neumodischen Militär-Shooter, Battlefield, Call of Duty, ich würde gern gut darin sein, aber ich bin einfach nicht mehr gut darin. Ich war früher mal gut, deswegen, das kann ich nicht mehr spielen. Ich habe da keinen Spaß mehr dran, weil ich anscheinend zu schlecht bin gegen die ganzen Kids, die krasse Reflexe haben und ich mit meinen Händen anscheinend nicht mehr. Also spiele ich mal. Also muss ich kurz unterbrechen, verstehe ich massivst, habe ich auch Riesenprobleme mit. Denn das einige Problem ist, ich habe sehr spät erst mit Shootern angefangen. Ich glaube erst mit 25 oder so. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mit 16, 17 schon gezockt hätte, obwohl es ja meistens erst ab 18 ist, gehe ich davon aus, dass ich da wesentlich besser drin wäre. Wobei ich dann wirklich mal ein ganzes Jahr nur gegrindet habe und habe wirklich nur Team Deathmatch gespielt, Advanced Warfare. Und ist mir auch aufgefallen, wenn ich dann so ein bisschen wirklich übermüdet bin, was bei mir oft der Fall ist, weil ich halt wie jetzt am Montagabend nochmal live gehe, kann man mich wegschmeißen. Dann schaffe ich mal glücklicherweise einen Kill, kriege einen Aufschwung, wird dann 15 Mal gekillt und kriege nichts zurecht. Und dann kriege ich die Comeback-Trophy, also ja, muss das Comeback abzeichnen. Ist natürlich auch alles ziemlich scheiße. Nur Halo, das kann ich irgendwie noch. Hätte Markus jetzt nicht schon Shooter gesagt, hätte ich das wahrscheinlich gesagt, aber ich nehme stattdessen das Genre Jump'n'Runs. Ich habe kein einzelnes Spiel, aber das Jump'n'Run-Genre ist halt schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten rückläufig und ich finde aus gutem Grund, weil die echt ein bisschen langweilig sind. Es gibt ganz wenige, ja es tut mir leid Matthias, aber es gibt ganz wenige, die mich noch begeistern. So Mario Galaxy war das letzte 1 und 2, die ich mit Begeisterung durchgespielt habe. Mario. Ich muss so sagen, ich hasse Jump'n'Runs. Ich habe noch nie in meinem Leben Mario gezockt. Ja, ich hasse ich. Kann ich nichts mit anfangen, ganz ehrlich. Ja, also Mario und sowas, nee. Ist mir immer schon viel zu langweilig gewesen. Odyssey schon gar nicht mehr so und alles andere, wo es nur im Hüpfen geht, das geht mit dem Arsch vorbei. Entschuldigung. Ich habe früher voll gern Hugo gespielt. Und kenne ich noch gar nicht. Ich habe das mal wieder rausgekramt und muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen lame geworden. Also früher fand ich es mega geil, aber du kannst halt irgendwie so nach links und nach rechts und noch. Aber gut, ganz ehrlich, wenn du Hugo, es ist nicht ursprünglich Hugo das Dschungeltier oder so, also ich glaube, das ist ein Kinderspiel. Ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht die Löwenzahn-Games zocke, weil ich fand die früher total geil. Ja, ist auch der Grund, warum ich mir nie mehr Shooters Monitor anschaue, weil ich fand den früher total super und heutzutage, glaube ich, wäre der total scheiße, wenn ich mir nochmal anschauen würde, ganz ehrlich. Nach oben und nach unten und es ist irgendwie immer das Gleiche und wenn du wirklich gutes Timing hast, dann ist es auch, dann gewinnst ja, du das auch. Glaube ich auch. Witzlos. Aber trotzdem war es früher für mich auf jeden Fall ziemlich geil. Also gefühlt viel zu alt bin ich mittlerweile für die Mega Man-Reihe. Also als Kind habe ich Spiele wie Mega Man X durchgespielt, an einem Tag. Und dann gab es vor ein paar Jahren mal einen Moment, wo ich dachte, ey, Mega Man X, das kann ich doch nochmal spielen. Das war doch cool. Und habe es versucht und bin schon an dieser Intro, in diesem Intro-Tutorial-Level gescheitert. Mehrmals. Ich weiß gar nicht, wie ich das durchspielen konnte. Ist auch wieder so das Mega Man. Kannst du mich komplett wegwerfen, bin ich raus. Überhaupt mal andere Level zu sehen. Gibt es eigentlich moderne Mega Man-Games? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt so ein paar, die Mega Man-Games auf alt gemacht haben. Gibt es so ein modernes Mega Man, so wie man es mit Mario geschafft hat und mit Sonic versucht hat? Habe ich noch nie mitbekommen, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, was jetzt alle denkt, welches Spiel nicht, aber tatsächlich war ich auf keinen Fall Dark Souls. Fan von JRPGs auf dem Super NES und auf der PlayStation 1. Und wenn ich jetzt noch japanische Rollenspiele spiele, sind die mir zu kindlich.
in der Regel labern so viel. Und die haben immer. Wobei man sagen muss, Des Persona ist eine absolute Ausnahme. Ich muss sagen, hier Persona absolut genial. Also wer das noch nicht gezockt hat, sollte es unbedingt machen. Absolute Zockempfehlung. Also komische Probleme, mit denen ich mich nicht mehr identifizieren kann, die mich eher nerven. So, der Lehrer ist so böse, wo ich mir denke, ja, so what? Dann geh halt von der Schule und geh ins Kohlewerk oder so, ist mir doch egal. Keine Ahnung, JRPGs. Ich wollte es mir selber nicht eingestehen, aber ich glaube, ich bin zu alt geworden für eines meiner Lieblingsspiele, und zwar Warcraft 3. Zumindest, wenn man es kompetitiv spielen will. Also diese ganzen Echtzeitstrategiespiele, wo man so viele Sachen gleichzeitig beachten muss, ich merke... Muss ich auch wieder sagen, ich bin sowas von dermaßen ein komischer Gamer, gebrochener Gamer. Ich habe noch nie Warcraft gezockt, noch nie irgendeins, noch nie World of Warcraft, noch nie Mario, Zelda, gar nichts. Also die größten Sachen, die jeder irgendwie immer mal gezockt hat. Age of Empires auch noch nie gezockt und ganz ehrlich, genauso wie Warcraft, noch nie meins, hatte noch nie vor dem Jahr, vor dem Alter von 20 Jahren einen richtig geilen PC, dass man das hätte zocken können. Nee. Dass ich das einfach nicht mehr geschissen kriege. Es stresst mich zu sehr. Dann habe ich nochmal StarCraft 2 probiert, was eine dumme Idee ist, weil es noch schneller ist. Habe es dann auch direkt wieder sein lassen. Deswegen bin ich jetzt eher bei Anno angekommen. Oder halt City Skylines. Ich bin zu alt für Polly Pocket Webbrowser-Spiele. ich weiß, ich habe das früher sehr gefeiert und ich weiß noch, irgendwie bin ich mit 20 nochmal in diese... Aber jetzt ganz ehrlich, wer fängt mit 20 an, wieder Polly Pocket Games zu zocken? Da musst du doch bekifft sein. Bekifft oder besoffen. Sonst fängst du die Scheiße doch nicht wieder an, oder? Also ich meine, I don't get it. Webbrowser gegangen, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch existieren, aber ich habe dann bemerkt, dass es eigentlich totaler Müll ist. Also Polly Pocket, das ist doch das Billo-Äquivalent oder das Billo-Nebending von Barbie, also es gehört es zu Barbie? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist auch wieder so ein richtig Billo-Dreck. Oder war Polly Pocket nicht Barbie in klein? Ich habe das nie kapiert. Ich habe es nie verstanden. Also ganz ehrlich, nee. Und es macht mich ein wenig traurig, weil es war damals ziemlich cool. Genauso wie diese Barbie-Browser-Spiele, ja, wo man Barbie schminken kann und anziehen kann. Ziemlich cool, aber damals... Markus, wenn du das hörst, tut mir ganz doll leid, aber ey, Pokémon, ne? Ich komm da nicht mehr rein. Also ich hab Also ich könnte Bingo spielen. Also wieder ein Game, was ich nie gezockt habe. Ich habe noch nie Pokémon gezockt. Das ist grässlich. Ich habe nichts gezockt, was ehrlich gesagt normal wäre. Ich habe die blaue Edition gespielt, habe das mit sehr viel Genuss gespielt und fand es auch geil und generell Sammeln und Rollenspielelemente voll meins, ja? Aber ich komme auf den Style einfach nicht mehr klar. Also ich dachte, auch das letzte hier, vergessen wie es heißt, ey, vielleicht wäre das was für mich. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt. Ich komme einfach nicht über diese knuffigen Monster hinweg und alles ist so, nee, niedlich. Und ja, genau. Nee, scheiße. Mein allererstes Spiel war tatsächlich Tetris auf dem Backstein Gameboy. Das hat mir mein Vater in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, zock das jetzt so lange, bis du in Level, weiß ich gar nicht mehr, bist und dann kriegst du das erste Super Mario World. Ich habe das ziemlich lange gespielt, habe ziemlich lange diesen Soundtrack in den Ohren gehabt und ich krieg's nicht mehr hin. Ja. Ich kann diesen Soundtrack nicht mehr hören, das macht mich fertig, es macht mich wahnsinnig. Muss ich auch sagen, was absolut behindert ist, es gibt kaum gute, normale Tetris-Spiele fürs Handy. Und ich habe wirklich mal eine Weile lang, gibt ja diese Tetris-Games, diese Games, die über Excel laufen, diese Excel-Games. Und irgendwann ging es mal bei uns in der Arbeit rum, vor Jahren. Und dann hat man halt immer Bubble und Tetris gezockt. Und ich muss sagen, Bubble und Tetris sind meine größten Erzfeinde. Also ganz ehrlich, also Tetris geht gar nicht. Nicht, es ist einfach ein Spiel, was ich jahrelang gespielt habe, viel auf dem Klo und jetzt mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sage, es reicht. Ich bin eindeutig zu alt für alles, was mit Kirby zu tun hat. Es ist ein großes Body-Positive-Wabbelwesen, das alles in sich hineinschlurft. Das mit dem Auto hat mich echt verstört. Also das im neuen Kirby-Game kannst du ein Auto verschlucken, kannst dann so umherfahren. Also das habe ich wirklich verstört. Ich weiß nicht. Was nicht angewachsen ist. Warum mag ich es nicht? Es ist zu einfach, es ist zu süß, es ist zu lieb und alles ist niedlich. Ah, ich kann es nicht ertragen. Es ist ganz furchtbar. Spielt es, wenn ihr 2 bis 3 Jahre alt seid. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin. Ich glaube, es ist nicht das Alter, aber naja, ich habe irgendwie schon... Ich weiß es nicht, es ist Kingdom Hearts. Ich habe es damals sehr geliebt. Ich habe es wirklich sehr, sehr geliebt, aber ich hatte halt nicht so viele... Wieder was, muss ich sagen, was es mir kaputt gemacht hat, weil ich es viel zu spät angefangen habe. Ich glaube, ich habe mein erstes Kingdom Hearts für PS2 mit 17 oder 18 gezockt oder so. Viel zu spät. Theoretisch hätte ich das mit 14, 15 vielleicht zocken müssen, dann wäre es noch gegangen und dann würde ich es vielleicht lieben, aber ich fand das einfach nur komisch. Ich hab dann auch mit Kingdom Hearts 2, glaube ich, angefangen, wo du in irgendeiner Stadt bist und keine Ahnung, das ist voll strange. Irgendwie bei der ersten größeren Mission habe ich es dann hingelegt, ausgemacht, weggegeben. Ja, Plattform, auf denen ich hätte alle Spiele spielen können, und als Final Mix kam, hatte ich schon keinen Bock mehr drauf, weil es einfach zu viele waren. Und dann habe ich den dritten gespielt und habe halt für mich gemerkt, ich glaube, ich bin da raus. Ich weiß auch nicht, aber Ich finde, die Frage ist eine Frage, die man mir nicht stellen sollte, weil ich das überhaupt nicht so sehe. Ich finde, man ist für nicht zu alt, auch für kein Videospiel. Weil selbst Spiele, die ich damals gezockt habe als Kind, da kann ich jetzt immer noch irgendwie Charme absprechen und denke, das ist irgendwie geil. Wenn ich an alte irgendwie DuckTales-Games denke oder, weiß nicht, Janna Sisters oder was alles gibt, ist doch noch geil. Selbst hier Animal Crossing New Horizon oder sowas macht auch Bock. Hätte ich gedacht, nee, der Look gefällt mir nicht. Aber Animal Crossing ist doch jetzt kein Game für Kinder, also ganz ehrlich. Wahrscheinlich gibt es auch Leute ab 50 aufwärts, die es gezockt haben während Corona. Also das ist für mich kein Argument. Aber es macht Bock. Lasst euch nichts einreden. Alter, ist keine Frage. Für mich erst recht nicht. Zockt, worauf ihr Bock habt. Scheiß drauf. Viele Leute sagen ja irgendwie, sie sind für Jump'n'Run-Spiele zu alt geworden, weil sie das ja nur damals gespielt haben. Das Problem habe ich jetzt nicht. Also da bin ich ganz gut im Training, habe ich das Gefühl. Mir ist aber aufgefallen, dass ich so alles, was Shooter angeht, echt nicht mehr hinkriege. Das ist echt schwierig geworden. Also ich meine, ich spiele auch selten Shooter, deswegen bin ich auch nicht im Training. Und wenn, dann würde ich einen guten Singleplayer-Shooter... Übrigens, ganz schlimm merkt man das bei Shooter bei Battle Royale-Spielen. Ich habe sehr spät einen Shooter angefangen, dann irgendwann mal das erste Mal PUBG gezockt. Einmal sogar, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden in einer Runde. Und danach ganz schrecklich, ganz schrecklich. Shooter wahrscheinlich auch immer noch irgendwie hinkriegen. Aber ey, so wie ich damals irgendwie in Unreal Tournament oder Counter-Strike meine Kumpels abgezogen habe, die Zeiten sind vorbei. Es tut mir echt so leid, aber ich bin, glaube ich, für Pokémon zu alt geworden. Ich hab's jetzt seit... Ey, die kommt doch aus Bayern, oder? Marie Kriebelbauer. Mal hören, wie sie spricht. Wenn die nicht aus Bayern kommt, weiß ich nicht mehr. Ganz, ganz langer Zeit nochmal angefangen, und zwar eine neuere Edition. Die kommt doch aus Bayern, bitte. Marie Kriebelbauer. Hammer. Nämlich Schild und Schwert. Ey, was haben die mit den Pokémon gemacht? Es tut mir so weh. Ich will es spielen, weil find ich sieht auch schlimm aus. Ein bisschen cool, aber wenn ich diese Mautiform da sehe, die aussieht wie so ein verdammter aufgeblasener Wikinger, dann nee, Leute, warum? Was habt ihr gemacht? Ich bin schmerzlich zu alt geworden für League of Legends. Ich sehe einfach den Sinn nicht mehr, im Early Game krank abzufarmen. Und muss mich dann... Ich persönlich kapiere nicht mehr, was Early Game ist. ...wirklich fragen, ob der Sinn des Lebens nicht in anderen Sphären zu finden ist als im Summoner's Rift. Versteht ihr? So Ults abfeuern und so, I don't know, Q, 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 kann ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Ich bin eigentlich für alle Spiele anscheinend zu alt geworden, die irgendwas mit Online Competitive Shooter mäßig zu tun haben. Weil also auch von, also ich glaube, jeder Zweite sagt, oder jeder Dritte mindestens sagt Shooter. Das ist irgendwann lassen auch so, nicht dass man irgendwann jetzt wirklich alt wird, ja, aber irgendwann lassen auch ein bisschen die Reflexe nach, besonders wenn du einen heftigen Job hast und kommst abends her und willst noch zocken, dann empfehle ich doch niemandem, dass er zum Beispiel FIFA oder Shooter zockt. Aber zu meinem Spiel, wofür ich zu alt bin, kommen wir später. Ja, ich weiß, also, oder zu dumm, keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich zu schlecht. Und früher war ich eigentlich ganz gut und mittlerweile kriege ich einfach nur noch auf den Sack. Ja. Und das ist super stressig und auch ärgerlich, frustig, und deswegen habe ich keinen Bock mehr und spiele jetzt nur noch sowas wie Stardew Valley oder so, irgendwie so Sachen, wo man halt chillen kann und Skate. Ejo. Oh, Skate ist geil. Also für diese Spiele sind wir schon ein bisschen zu alt, und wahrscheinlich habt ihr auch noch ein paar Spiele, für die ihr zu alt seid. Vielleicht existieren sie genauso wenig wie Polly Pocket.
wenn ihr sowas habt, gerne in die Kommentare mit euch. Shared das auch gerne über ICQ oder MSN, falls das überhaupt noch gängig ist. Wer weiß, auf jeden Fall auch klickt auf. Aber gibt's ICQ noch? Okay, ich muss auf jeden Fall bei mir jetzt mal eindeutig FIFA. Eindeutig FIFA. Nee, bei mir ist es eindeutig FIFA, ganz ehrlich. Ich meine, Dark Souls und sowas, damit kann ich mich überall anfreunden, wenn ich mir die Zeit nehme, kann ich das alles zocken, aber ganz ehrlich, FIFA, ich war früher schon scheiße im FIFA. Ich hatte halt auch nie Freunde, mit denen ich hätte kompetitiv zocken können. Das heißt, ich habe immer gegen die CPU gezockt und ja, maximal halt sehr schnell mit, wie sagt man, Halbprofi, Profi vielleicht noch, wenn ich ganz gut war, aber. Und hab da wirklich früher so FIFA 2000 bis 2007 wirklich viel rumprobiert. Aber ihr müsst bedenken, ich habe gefühlt 5 Jahre lang FIFA 2007 gezockt. Und dann ein paar Jahre FIFA 2010, 11. Und dann ging es irgendwann los mit 18, 19, 20, 21. Ich glaube 22 habe ich auch noch rumliegen. Aber das habe ich nur rumliegen, weil es mir ein Kumpel gekauft hat. Und ich werde mir nie wieder FIFA kaufen, weil es für mich die größte Abzocke ist. Ich bin viel zu alt für FIFA. Ey. Ich habe es da wirklich versucht. Ich habe FIFA 21 wieder eingelegt, habe gezockt und habe instant bemerkt, warum ich es scheiße finde, weil ich habe 2 wunderschöne Tore geschossen und dann will mir keiner sagen, dass es diesen scheiß Gummibandeffekt nicht gibt und was passiert. Ich krieg 2 Tore rein und krieg voll auf die Fresse. Es ist einfach so absolut. Ich bin scheiße im Fußballspielen in FIFA. Was ich absolut geil finde und was ich mir immer wieder gönnen würde, wäre Karrieremodus. Das liebe ich, ein Team aufbauen, ein bisschen Farm, aber nee, sonst, nee, ganz ehrlich. Nee, sonst muss ich sagen, hasse ich wirklich. Also geht gar nicht. Gut, Frau Metzger abgegeben. Gut. Gucken wir mal weiter. Hallo, dies war mal wieder eine neue Folge von Cherry Bombs und Liebesbriefe. Wenn es euch gefallen hat, danke für eure Unterstützung. Habt ihr gewusst, dass es über 100 weitere Folgen gibt, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt? Die sind auf allen Audio-Plattformen zu finden. Also checkt einfach mal unseren Linktree aus, den ihr in unserem Social Media finden könnt. Oder scrollt einfach noch ein bisschen weiter nach unten und sucht euch die Folge von über 10 Sendungen raus, die euch interessiert. Zudem werden alle diese Podcasts auch als Video on Demand auf YouTube veröffentlicht. Dort haben wir auch exklusiven Content wie Vlogs oder wirklich Sendungen, die nur für YouTube veröffentlicht werden. Also schaut doch mal rein und checkt auch unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, TikTok, wo ihr auch unseren Linktree finden könnt, wo ihr sehen könnt, wo wir noch überall verfügbar sind. Zudem streamen wir regelmäßig live und es gibt die Streaming Highlights auf YouTube. Das war jetzt ziemlich viel. Danke, dass ihr zugehört habt und danke für eure Unterstützung. Liked, shared und subscribed. Goodbye and good night.